herzlich willkommen. Heute mal früh morgens. Nein, wir sind ja auch sonst früh auf. Herzlich willkommen bei den Baubos. Wir machen Baubo Roadtrip. Wir kommen auch bei euch vorbei. Quatsch. Nee, wir holen was ab. Aber Carolus, was holen wir denn ab? Ja, das werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Nee, das ist eine Überraschung. Pass auf, ich habe vor einem halben Jahr was bestellt, um jetzt die Spannung auf zu behalten. Und dann habe ich da mal angerufen und so. Und scheinbar ist das so eine Firma, wo man so sagt, kann man was bestellen, muss man aber nicht wirklich unbedingt. Ich hatte mir da auch schon was durchgelesen im Internet, ob die jetzt cool sind oder nicht, aber so richtig hat man es nicht rausgekriegt. Ein paar Leute waren unzufrieden, gab aber auch zufriedene Kunden. Kurzum war es dann so, über ein halbes Jahr Lieferzeit und die hatten gesagt, ja, ein bis zwei Monate Lieferzeit. Es geht um Röhrenkollektoren für unsere Heizung, für unseren Pufferspeicher. Und zwar 60 Röhren, das sind dann insgesamt 11, 12 Quadratmeter. Die wollen wir heute abholen und wir fahren hier mit dem Anhänger, deswegen fahren wir auch nicht so schnell und müssen jetzt 2 Stunden fahren. Die haben es einfach nicht geliefert gekriegt. Ne? Ich verstehe das nicht, aber gut. Jetzt haben die gesagt, ja, wir können das ja jetzt liefern. Ich sage, nee, 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 jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten, jetzt hole ich das ab. Jetzt haben wir uns einen Anhänger ausgeliehen. Die Teile sind über 3 Meter lang teilweise, weil die so einen Sammler haben. Wir haben nämlich 2 große Röhrenkollektoren anstatt viele kleine. So hat man mehr, kann man mehr Röhren unterbringen, weil wir wollen das auf die Garage bauen. Das seht ihr ja alles bei uns dann auf dem Kanal. Baubo-Kanal, falls ihr das noch nicht wisst. Falls ihr das noch nicht wisst, welcher das ist. Also würdest du sagen, es lohnt sich schon, auch dran zu bleiben? Ja, doch, schon. Ja, jetzt sind wir hier auf einer Straße unterwegs. Ja? Wir haben auch Spanngurte mit zum Festmachen. Das ist so ein Planenanhänger, 3 Meter Lademaß. Da müssen wir die Sachen eigentlich reinkriegen. Wahrscheinlich gucken die Sammler dann einen halben Meter raus. Halben Meter ist kein Problem. Da brauchst du nicht mal eine Fahne dran machen. Weißt du? Ach so. Natürlich nicht. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, was passiert, wenn wir da ankommen. Oder 3. Entweder da ist gar keine Firma mehr, die so heißt, wie wir das machen. Briefkasten nur. Ja, oder einfach, da ist jetzt eine andere Firma und die kennen die nicht. Ach so. Oder das ist ganz normal und wir können das da abholen und gut ist. Das wäre natürlich das Schönste. Oder es sind so irgendwie so zwielichtige Leute, die einen dann noch vertrösten wollen. Sagen, ja, mein Cousin, der holt die heute noch mit dem LKW ab. Das ist jetzt gerade angekommen beim Hafen und was weiß ich, das war dann irgendwie so komisch. Da konnten wir nichts für. Ja, genau. Der Unfall gehabt mit dem LKW. Ja, Unfall. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was uns da erwartet. Weil aber die auch einen immer vertröstet haben. Man geht schon davon aus, dass das nichts wird. Ja. Hat zu Carolus schon gesagt, das kann sein, dass dein Geld weg ist. Ja, das sind 2.500 Euro gewesen. Die habe ich letztes Jahr schon überwiesen. Das ist schon echt heftig. Also wir haben jetzt schon 8 Monate, 9. Monat jetzt. Ich bin jetzt schon im 9. Monat mit den Dingern. Also langsam reicht es. Da muss langsam raus. Ist überfällig. Ja, richtig. Immer so haben die doch gesagt, ja, sie sind jetzt in dem Prio-Ordner. Ja, haben sie mich denn oben auf der Liste wenigstens, dass wenn die eintreffen, dass ich dann auch als erstes welche kriege. Nicht, dass sie erst noch andere ausliefern. Wenn die jetzt 100 Stück kriegen und 120 Leute haben was bestellt, dann will ich auch dabei sein, dass ich welche kriege. Ja. Ach so, sagt er, ja, dann tue ich sie gleich in die Prio-Liste. Ich sage, ich wusste ja nicht, dass sie eine Prio-Liste haben. Hätten sie mich ja sonst gleich reinmachen können. Fail. Das klingt so ein bisschen nach Hinhaltetaktik. Ah ja, da hat man das Gefühl, okay, jetzt hat das alles seine Richtigkeit, jetzt warte ich ab. Und die Termine, die die gesagt haben, ja, in 3 Wochen. Das war immer falsch. Aber nicht. Insofern, Leute, lasst euch nicht verarschen, fahrt selber hin. Wir wollen jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, wir können ja auch ruhig die Firma nennen. Ich meine, wir haben ja nichts gegen die. Wir kaufen auch deren Produkt. Wir haben auch nicht gesagt, ich will mein Geld zurück. Das Produkt hat auf der Website und im Internet einen guten Eindruck gemacht. Und die Firma Ravensberger Solar, respektive von Bartels Solar, hat da immer Versprechungen gemacht und das nicht eingehalten. Das muss man ja auch mal öffentlich sagen. Jetzt ist das Glück, dass das nicht weit ist von uns und deswegen fahren wir hin und lassen uns nicht länger hinhalten. Ja gut, was heißt nicht weit? Wir müssen jetzt den ganzen Vormittag mindestens. Ja, wir müssen jetzt den Vormittag ausschlagen, weil die das nicht liefern. Wir kriegen aber auch 150 Euro Lieferkosten kriegen wir wieder. Okay. Und das habe ich, bevor
Ich habe noch gesagt, ja, muss ich dann wieder 9 Monate auf die Rückzahlung warten? Und dann hat er so am Telefon, nee, das geht dann schneller. Das machen wir dann im Nachgang. Als ich das gehört habe, im Nachhinein, das geht dann nicht in bar, das machen wir dann im Nachhinein, da habe ich auch so gedacht, das ist ja ein bisschen komisch. Und dann habe ich gedacht, warte mal, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Solarflüssigkeit. Dann nehme ich noch 3 Kanister Solarflüssigkeit. Dann meinte er, da müssen Sie aber noch 20 Euro bezahlen. Ich so, naja, gut, dann mache ich das. Weil eigentlich hätte man sagen können, ja, jede andere Firma, auch in anderen Ländern, in Amerika oder wo man war, wo man weiß, wie die so arbeiten, da hätten die gesagt, nee, die kriegen sie alle umsonst, die Kanister. Das ist völlig in Ordnung. Ach, sie wollen das auf dem YouTube-Kanal zeigen. Das habe ich denen auch schon mal gesagt. Ja, nee, wollen sie noch einen oder so, weißt du? Tut uns leid. Nicht einmal haben die gesagt, tut uns leid. Nicht einmal haben die gesagt, die haben einmal eine Mail geschickt, ihr Versand verzögert sich. Das war irgendwie im Februar oder März. Na gut, jetzt machen wir dafür heute eine schöne Tour. Ihr seht, die Straße ist frei. Es ist einfach nur schön, hier morgens die Sonne scheint. Also durch Ostfriesland fahren, ich kann es nur empfehlen. Ja. Aber nicht nur durchfahren, auch mal anhalten, ne, und Tee trinken. Nicht nur vorbeifahren, auch mal hinfahren. Genau. Ne, gut, dann bis später, Männer. Ne? Und, also und 9%. Wow. 9 oder 7? Die Tendenz steigt jetzt. Also bei Instagram haben wir auch mehr Frauen, aber längst nicht so viele wie Männer. Und bei YouTube war, glaube ich, 1%. 1% nur? Ja. Trotzdem auch das Prozent zählt. Es könnte aber auch Transmänner gewesen sein, die das bei YouTube noch nicht geändert haben. Transfrauen sind auch Frauen. So, Leute, wir sind auf dem Rückweg. Aber wir haben auch was gekriegt. Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Da waren so 2 Heinis, die haben uns die Sachen gegeben. Wenn ihr es jetzt schaut, nehmt es nicht übel, aber ihr wart auch Heinis, ein bisschen zugeben. Da wusste der eine auch nicht, was der andere war. Haben beide uns zugeguckt beim Einpacken. Das wollten wir dann nicht auch noch filmen, wie die uns zugucken. Ja. Die waren okay, das ist nicht deren Firma. Und ja. Ja, das waren einfach nur die Mitarbeiter, die es dann ausbaden müssen, was der Chef da möglicherweise für ein Chaos erzeugt hat. Ja, wir haben nur wirklich 9 Monate gewartet und zum Schluss dann selbst abgeholt, ja. Muss man einfach sagen, ist schlecht. Dann habe ich gesagt, ja, die 3 Kanister nehme ich so mit, ne? Nee, wir kriegen noch 24 Euro. Ich sage, nee, dann komm, das ist doch okay so. Weil ich musste jetzt hier über ein halbes Jahr warten. Ich will ja nur, dass ich kein Geld wieder kriegen muss von euch. Und es ist ja auch so. Nee, das dürfen wir nicht. Du musstest ja jetzt 9 Monate warten. Scheiße, nee, da bin ich jetzt vorbeigefahren. Da sind wir doch eben nicht lang gefahren. Ja, du brauchst sofort eine neue Route. Es ist auch so, du musstest jetzt 9 Monate warten oder 8,5, weiß ich jetzt nicht. Und die hatten ja von Tag 1 an das Geld schon. Genau. Und dann sind die aber nicht so zu sagen, ja, tut uns leid, die 24 Euro, da pfeifen wir drauf, kannst du so losfahren. Gut, er hat gesagt, das dürfen die nicht machen. Wahrscheinlich ist der Chef da auch ein gieriger Hund oder so. Also wahrscheinlich will der Chef das nicht. Weißt du, die stehen da beide mit Händen in der Tasche und gucken, wie wir die festmachen. Dann habe ich gesagt, macht schon mal die Rechnung fertig, holt mir schon mal das Rückgeld und wir können hier dann in Ruhe einpacken. Ach so, ja, okay. Ich sage, kann man mit Karte zahlen? Dann gucken die sich so an. Kartengerät hat Uwe mit, ne? Haben wir das Kartengerät da? Ich sage, ihr seid mir auch welche. Irgendein Uwe hat da das Lesegerät mit. Ihr seid auch welche. Aber ich hätte bei denen doch meine Karte nicht reingesteckt, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich auch lieber bar bezahlt. Auf jeden Fall, wir sind froh, es hat geklappt. Wir haben die Sachen jetzt im Hänger drin. Das passt auch gut von der Länge. Guckt nur irgendwie 20, 30 cm raus. Das ist echt, passt gut. Ja, jetzt hoffen wir natürlich nur, dass der ganze Quatsch schon funktioniert. Ne? Ja, seht es uns nach, dass wir jetzt da nicht filmen konnten bei den Kollegen. Wir wollen es auch nicht übertreiben, ne? Weil die sind schon echt komisch da. Es war echt so, man kam da hin und da war so ein Hof, der voll stand mit so alten Paletten und so ein paar, das waren glaube ich so Pufferspeicher sah das aus, so Riesentonnen, so eingewickelt in Folie. Auf so Paletten, alles so durcheinander. Da noch so ein komisches Gestänge, hier noch so ein rostiges Teil. So, dass der Stapler gerade noch so durch immer dann, passt. Ja, dann da noch ein rostiges Ding, dann so ein paar getunte, tiefer gelegte Autos, aber alle so verrostet so halb mit so,
wie heißt dieses Epoxid oder ich weiß nicht, wie macht man das, dieses Zeug, wo muss man dann das ausbessern, was wir auch gemacht haben bei deiner. Verrostete Autos, wo waren die? Nein, dieser Beetle da, der war tiefer gelegt, aber der Schweller war rostig, da haben sie auch das zugeschmiert mit diesem. Ovatrol? Nein, mit diesen Chemikalien da, das was so stinkt. Ach so. Fiberglas-Dinger da. Polyesterharz. Sowas, das meinte ich, ja. Und so sah das da aus. Und da war das so eine, das sah von außen leerstehend aus. Kein Licht und überall alle Fenster so zugeklebt, dass man nicht reingucken kann. So eine alte, abgegammelte Tür. Aber dann haben wir geklingelt, dann kam erst keiner. Irgendwann kam doch einer und dann standen da überall nur so Kopierer ab, drin rum. So alte verlassen alle PCs aus. Das war schon echt absurd. Absurde Firma. Da muss man nicht unbedingt was kaufen, sage ich ganz ehrlich. Wir können ja einfach unsere Meinung hier sagen, das ist ja auch kein Schlechtreden, weil es ist ja einfach nur die Realität, die wir abbilden. Und wenn das jetzt so ist, wenn die Ware in Ordnung ist und wir jetzt das zu einem guten Preis gekriegt haben, normal, dann ist ja am Ende auch alles soweit in Ordnung. Ne? Aber die Wartezeit geht echt auf keine Kuhhaut, das muss man einfach schon mal sagen. Extrem, ja. Und dann einfach auch nicht entschuldigen und auch nicht sagen, ja, können wir. Jetzt mussten sie ja lange warten, was können wir denn da für sie tun, brauchen sie noch irgendwas? Oder wir liefern frei Haus oder irgendwas, dass man entgegenkommt, dass man sagt, es war zwar blöd, aber sie haben sich auch dann drum bemüht, dass es, weißt du, es ist ja nicht, die können ja trotzdem noch was verdienen, aber wenn sie jetzt sagen, die Kanister kriegt ihr umsonst oder sowas. Ja, die sahen auch aus wie vom Hänger gefallen, also, naja. Ich wollte nicht, dass ich jetzt noch auf Geld warte, was ich dann nicht in bar wiederkriegen konnte und gut ist. Ja, gut. So, wir zeigen euch, wenn wir zu Hause sind, wie wir das ausladen, wie die Röhren aussehen und was wir da für ein Produkt haben. Das ist ganz interessant. Ich freue mich auf den Aufbau, weil ich es noch nie gemacht habe. Das finde ich immer am besten. Und also bis später. Tada, wir sind zu Hause angekommen. Juhu. Mal gucken, ob noch alles heil ist. Weil bei diesen Röhrenkollektoren ist das ja so, du hast diese Vakuumröhren und 60 Stück, die müssen ja alle jetzt noch heil sein. Ich habe da schon ein bisschen Schiss. Wobei ich die gut gesichert habe, ihr werdet sehen, mit der Palette, da kann eigentlich nichts verrutschen. Ne? Sehr elegant gelöst. Ja, naja, das hast du ja gut festgemacht. Nee. Das soll ja wohl ein Witz sein. Die waren hier halt auf der Kante, da habe ich so einen Stoff untergelegt. Müsste ja eigentlich gehen. Wer hat da denn? Ja, die waren so. Das war alles so abgeranzt, was man hier bekommen hat. So, das ist doch irgendwo vom Hänger gefallen. Die Palette haben wir uns noch gegönnt. Habe ich gesagt, die brauche ich zum Verpacken. Gib die mal her. Ja, gut, kannst du nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber die sind, was hast du gesagt, 2 Meter lang? Fast diese Röhren. Ja, ich glaube schon. Die Pakete, also das sind schon riesige Dinger. 1,87 steht da. So, ich mach mal. Warte mal ganz kurz. Wie viele Röhren hast du? 10 Stück pro Ding. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt erst zum ersten Mal überlegt, ob man nachzählen muss. Ja, wieso? Ich habe doch die Kartons nachgezählt und ich habe gefragt, wie viele 20, 10, sind da ne? drin. Nee, sorry. Ja. 5 und dann nochmal 5 sind da drin. 10 Stück. Ja, wir waren da so drauf bedacht, nach Schäden zu gucken, weil das ja hier so eine Hinterhoffirma war, aber Hinterhof, das hatte ich gar nicht dran gedacht, überhaupt zu gucken, ob das die richtige Menge ist, aber da doch scheint ja richtig zu sein. Ja, ich guck. Man muss ja auch mal irgendwo Vertrauen haben. Ja gut, also bringen wir das jetzt erstmal in unser Lager. Ja, wir haben da ja so ein großes, großzügiges Superlager da. Ja, ich pack das mal gleich sauber und ordentlich zusammen hier. Du bist ja wohl ein Obermagger. Jo. Irgendeiner muss es ja sein. Na gut. Den ersten Sammler haben wir schon raus, das sind, so nennt man die Sammler. So, dann wollen wir die mal einsammeln hier. Wie bei Tiberian Sun? Ja, so ähnlich. Gut, also, der Mitarbeiter trägt jetzt hier mit einer Hand. Nicht so schnell. Entschuldigung. Nein. Ich muss doch aufs Display gucken, da sehe ich das nicht. So, ja, okay, dann ist in Ordnung. So, ich habe nur eine Hand. Du musst ihn in der Position halten, wie er soll. Oder halt so. Guck mal, hier hat er noch im Dreck gelegen. Das ist echt eine Firma, du. Hinterhofstyle. Ja.